Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das ist Kaiser auf dem C64. Ich muss mich selber daran erinnern, dass ich das Intro davor schalte, weil das Intro will in dieser Version nicht ganz so. An meiner Seite die königliche Eminenz, der großartige MS Standard. Hallihallo, kaiserlich, wenn schon, ja, kaiserlich. Eure Allmacht, was auch immer. Und ich bin euer Mr. Venom 1974 und ich bin jetzt der Bauer, der das hier spielt. Ja, komm. Gut. Wie haben wir denn? Wir haben einen. Wie soll ich denn mal heißen? Willi? Bleiben wir nicht einfach bei Günther, wie immer? Günther. Günther is back. Sie sind dabei. Günther von Preußen ist männlich, sagt er jedenfalls. Ja. Ah, jetzt geht's los. So, ich weiß noch, Kornspeicher aufkaufen, ne? Immer auf 100. Nein. Es steht ja da, wie viel Korn wir immer benötigen. Das sind 11.550 Maß, um alle satt zu machen. Und 9.300 Maß haben wir. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zumindest so viel dazu kaufen, dass wir bis auf 11.550 sind. Genau. Um unsere Leute satt zu machen. Genau. Also die 2.250 sollten wir kaufen. Ja, genau. Dann so in etwa. Genau, 2.250, richtig. Ja, hier muss man auch selbst rechnen. Achso, so feuern. Okay. Dadurch werden die Leute aber gerade mal satt. Ne? Also dadurch werden wir jetzt nicht mehr Leute bekommen, nicht mehr Geburten haben. Das muss man dann immer ein bisschen abwägen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel 294 Taler sind, ob das jetzt viel ist oder wenig. Aber, naja. Nur werden wir jetzt sehen. Also auf jeden Fall haben wir jetzt das von den Dürre, Hungersnot, Rot. Fängt gut an, das Jahr. So, sollen wir noch was kaufen oder sollen wir weitermachen? Ist der Landpreis hoch mit 44 Taler? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Komm, wir machen weiter. So, Sie müssen zwischen 20 und 80% Ihrer Reserven erfolgen. Ja, natürlich das Maximum, ne? Ja? Halt, stopp. Warum können wir nicht... Was will er jetzt zwischen 20 und 80% Ihrer Reserven? Warum denn nicht 100%? Weil dann kommen wir nämlich jetzt bei 80% nur auf die 9.239, wie es da unten steht. Mhm. Aber nicht auf das benötigte Korn, was wir wirklich brauchen mit den 11.000, 11.000. Richtig. Warum? Ich weiß es nicht. Der mag uns nicht. Also 20% müssen immer drin bleiben im Kornspeicher. Gut zu wissen. Damit sie immer verfaulen. Genau. Komm, wir machen Maximum, komm. Ja, sind wir ja. So, 39 Einwohner wurden heuer geboren, 282 Einwohner starben heuer, also das war schon mal eine blöde Idee dann. Ihre Armee erhielt Sold in Höhe von 20 Talern. 60. 60? Taler. Okay. Mhm. So, Staatsanleihen 296 Taler, Zoll 86 Taler, Mehrwertsteuer 65 Taler, 20 Taler, Justiz 45 Taler. Joa. Ja, klingt super. Sollen wir mal ein bisschen... Ja, wir können jetzt natürlich Mehrwertsteuer auf 19% setzen. Was, da haben wir uns ja dran gewöhnt. Ich glaube, das lassen wir erstmal so, ne? Wenn uns die Leute hier wegsterben, nicht, dass sie noch sauer werden. Ja gut, aber dann die, die da sind, die zahlen. Ach so funktioniert das, ja. Ja, Marktplatz-Kornmühle würde ich mal vorschlagen, nicht wahr? Mhm. Ich glaube, 2 Kornmühlen für einen Marktplatz, so war das irgendwie. Gucken wir einfach. Ja, Palastkathedrale können wir uns jetzt nochmal sparen, das braucht man nicht. Ja, ja. Militär können wir uns auch komplett sparen, dabei alleine spielen. Gehen wir auf Karte malen. So, 1701. Ja, das ist Preußen, ne? Viele Menschen hätten sich das größer vorgestellt, aber das ist sehr überschaubar. Mhm. Ja. So, ja, Ende des Zuges, ne? Mehr ist ja nicht. Nö. So. 2% der Kunden sind verfault. Das ist doch schon mal gut. Gutes Wetter, reichliche Ernte. Na, das ist doch schön. Können wir jetzt natürlich noch Korn verkaufen, um an Kohle ranzukommen? So, der Landpreis ist jetzt billiger. Mhm, richtig. Dann schlagen wir da mal zu, würde ich sagen. Und so, Mann. Machen wir, weiß nicht, 1000 Hektar sind dann 24.000 Taler, richtig? Die haben wir nicht. Machen wir mal so 100 Hektar. Nicht viel gekauft, ne? Nee. Naja, ja. Immerhin haben oder nicht haben. Genau. So, ja, mehr brauchen wir nicht. Korn kaufen brauchen wir nicht. Komm, 80%. 90 geboren, 40 starben, das ist schön.
52 Einwanderer, auch schön. Märkte 160 Taler, Mühlen 828 Taler, Armee 60 Taler. Kann ich die Armee eigentlich komplett entlassen? Müssen wir gleich mal gucken. Beim Militär. So, das lassen wir auch mal wieder, ne? Ja, erstmal. Läuft. Läuft. Wozu? Genau. Wozu? Ja, aber wieso bezahle ich die dann? Ja, weiß ich nicht. Die sind immer da. So. Erstmal weiter, ne? Nee, ja, komm, einkaufen hier. Marktplatz und zwei Chormühlen. Du bist aber ein Gierschlund, ich merke das schon. Ja, wir müssen, es muss vorangehen in unserem Land. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Ja, hier. Ja, Landpreis ist noch günstiger geworden. Habe ich mich gerade verrechnet, kann das sein? Wenn wir 100 Hektar kaufen, dann zahlen wir 21 Taler? Oder zahlen wir pro einen Hektar 21 pro Hektar, Taler? Pro Hektar. Ja, kauf doch nochmal 100, dann werden wir es sehen. Geht nicht, ne? Ne, hat er nicht genommen, ne. Ja, logischerweise geht's nicht, weil das würde uns ja 2100 kosten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Hektar so teuer ist. Ein Hektar 21 Taler? Wie bei der Gesangsverein. Naja, gut. Da machst du nichts, ne? Das ist scheiße mit dem sozialen Wohnungsbau. Das sag ich dir. So kommen wir doch gar nicht voran. So, machen wir erstmal weiter. 80, komm. 38 geboren, 52 starben. Warum? Ihr habt doch was zu essen. 28 kamen, 288 verdienten wir Mühlen, 1052. Ja, die Armee, die, glaube ich, den sichersten Arbeitsplatz aller Zeiten hat, kriegt immer noch Geld. Läuft. Ja, ne? Ja. Naja, jetzt müssen wir, glaube ich, mal eine Runde überspringen, haben wir keine Kohle genau. mehr. Hungersnot. Ei. Gut, dass wir jetzt noch ein bisschen Geld haben, um Korn zu kaufen. Ja. Das ist sehr günstig, nämlich gar nicht. Nee, ist klar. Da hauen sie jetzt wieder rein. Ist wie ein Spritzpreis vor den Ferien. Da können wir uns ja gar nichts leisten. Nee, mit 2880 Talern ist das nicht wirklich viel, was wir uns leisten können. Da werden uns jetzt die Leute richtig schön... Nö. Ja, doch. Hä? Moment mal. Was ist denn das für ein Maß? In 100 oder was? Tja, hau einfach rein, bis wir keine Kohle mehr haben. Hauptsache die Leute verhungern nicht. Ja, ein bisschen Schulden können wir machen. Macht man ja heutzutage so. Ei. Aua! 51 dazu, 321 tot, 266 Märkte, 1572 Mühlen und wieder die Armee, die total überbezahlt ist. Komm, das lassen wir. Das müssen wir auch lassen. Ihr habt doch einen Tee hier, oder was? Ach, das ist doch hier unfair. Das ist aber die Erderwerbung. Die gab's damals schon. So. Also, ich mache jetzt mal einfach spaßeshalber. Einfach halt 100. Was bezahlen wir dann? Wir haben doch jetzt keine 245 bezahlt. Nee, wir haben 46 bezahlt. Wie kommen wir denn auf die Zahl? Normal. Hä? 26 haben wir jetzt bezahlt? Mhm. Warum? Kann es sein, dass ich das nicht verstehe? Ich verstehe es auch nicht. Ja, auch das läuft. Egal, also machen wir jetzt kein Minus. Naja gut, wir hätten jetzt natürlich ein bisschen mehr gebraucht, weil wir können ja nur 80% ausgeben, was ich nicht verstehe. Wir sterben aus, ne?
Ja, so mehr oder weniger. Es kommen auch keine Einwanderer mehr. Glaube, das wird eine kurze Runde. Ich glaube auch. Wir sind immer noch her. Für alle, die das Spiel nicht kennen, Ziel ist es natürlich, Kaiser zu werden. Und dafür muss man noch ein paar Stufen überspringen. Hier in der, wie nennt man das? Der royalen Leiter. Und bis zum Kaiser ist es noch ein weiter Weg. Wogemerkt, dieses Spiel ist Kult, obwohl ich jetzt gerade mal so den Kultfaktor hinterfrage, Weil warum das Spiel damals so schön war. ich verstehe die Taler nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich meine, jetzt sind sie schweinebillig, der Kornpreis. Jetzt könnten wir eigentlich richtig auf die Kacke hauen. Das werde ich jetzt auch tun. Natürlich werde ich das tun, deswegen lässt er mich auch nicht. Wieder Minus gemacht den Einwohnern. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Kohle. Sollen wir schon was bauen oder nochmal warten? Ja, komm, direkt alles verballern hier. Umso mehr Umsatz machen wir ja auch. Setze zweimal Korn oder einmal Marktplatz im Korn. Einmal Marktplatz, einmal Korn, würde ich sagen. Hast jetzt nur die Kornmühle gekauft? Ich müsste eigentlich beides gekauft haben. Okay. Ich war ja irgendwo bei 4000 und ein paar zerquetschte. Boah, der Preis ist geil. So, also wir sehen 122 Taler. Ich kaufe 1000, ja? Ist 1122? Nochmal. Anscheinend. Ja. Okay. Auf 1000. Dann ja richtig günstig. Zack. Aber beim Landpreis? Ja, wohl nicht. Ja, anscheinend doch. Oder nee, beim Land war es auf 100 oder so. Wir schaffen das. Auf jeden Fall ist das eine schon mal auf 1000. So. So, jetzt wäre mal schön, dass man hier mal ein bisschen das Ding floriert. Wieder Marktkorn. Ja klar. Danach müssen wir zusehen, dass wir mal ein bisschen Land kaufen, damit wir Freiherr werden. Freiherr Günther von Preußen. So, jetzt, Korn ne? brauchen wir. 1000 für 64, ne? Kaufst du wieder Korn? Er müsste doch jetzt sein, ne? Ja. 1000 kostet 64 Taler. Richtig. Tut es auch. Gut, dann haben wir nämlich hier nämlich ein bisschen was. Zack. Alter, wieso sterben die alle? Was drückst du denn immer? Das Benötigte oder das Maximum? Das Maximum, ja. 80%. Wir verarschen uns hier. Vielleicht sollten wir einfach mal das Benötigte machen in der nächsten Runde. So, wieder Marktplatzkorn. Nee. Lass uns das jetzt mal aufsparen und dann die Kohle ausgeben für Land. Weißt du, was du als für den nächsten Level brauchst, in Anführungszeichen? Weißt du das noch? Ich meine 17.000, aber. Das kann jetzt auch eine Zahl sein, die mir jetzt einfach mal so gerade eingefallen ist. Ich weiß es echt nicht mehr. Okay. Schlechte Ernte natürlich. Und der Kornpreis ist natürlich eine Scheiße. Wo wir natürlich eigentlich Knete haben. Damit haben wir schon zumindest schon mal das benötigte Korn zusammen. So, Der und wenn Rest ich. jetzt für Land, Pass auf, und wenn ich jetzt Land. hier dementsprechend für das Maximum mache. Was ja logisch ist, weil du siehst ja, das ganze Korn ist weg. Sterben trotzdem mehr, als dass sie geboren werden. Irgendwas ist falsch hier. Am Marktplatz zwei Korn oder willst du alles erstmal nur auf Land? Land. Wir müssen Land Okay. kaufen. Das sieht doch okay aus. Da brauchen wir nichts tun. Landpreis 22 Taler. So, pass auf, wenn ich jetzt Land kaufe. Ich mache jetzt 1 Hektar. Ein Hektar sind 3 Taler. Hä? Dann sind 10 Hektar 22 30. Taler. Oder? Das ist komisch gerundet hier. Genau, also 10 Hektar sind 22 Taler. 100 Hektar dann 220 Taler. Genau. 1000 Hektar 2220. Ja, das können wir uns ja leisten.
2200 so. Oder 1000, dann können wir direkt 2000 uns leisten sogar. Wir haben's. Wir haben das System verstanden. Puh.